Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Family Fight. Keine Ahnung, es scheint irgendwie so eine Family-Quiz-Show-Sendung zu sein. Ich habe mir mal in der Recherche ein YouTube-Video angesehen von der Original-Quiz-Show, ist irgendwie so eine amerikanische Quiz-Show, scheint recht beliebt gewesen zu sein damals. Mal schauen. Ja, so Quiz-Games am NES. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal. One Family Game, ja. Ich spiele das Family Game allein. Ah, da kommt schon der coole Moderator. In den Videos, die ich gesehen habe, war der Moderator eigentlich immer ein Afroamerikaner und kein Weißer. Vielleicht gab es doch mehrere Moderatoren, kann ja sein. Da steht jetzt C. Okay. Ah, ich muss den Namen eingeben, okay. Rob, natürlich. Rob. Okay. Rob, fertig. Danke. Rob. Ende. Ja. Und jetzt? Wenn wir sagen, wie man dieses Spiel ausspricht, Family Fight, Fat, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall sogar die offizielle Game Show. Jetzt küsst er alle. Was ist denn das? Ein bisschen Abstand halten, Junge. So. Jetzt kommen die Dads, also die Väter kommen zuerst dran, oder was? Warum ist jetzt die Musik weg? Ich kenne mich nicht aus. Hey, ich bin nicht mehr zum Lesen gekommen. Ich habe keine Ahnung. Fünf? Ich sage irgendwas. Komme ich zum Ende? Ja, mein Spiel, okay. Ich hab doch keine Ahnung. Neun? War wohl falsch. Eins. Habe ich richtig geraten? Fast es nicht. Oder? Was? Nein? Zwei? Ich verstehe das Spiel nicht. Wieso jubeln die immer? Wenn ich jetzt eingebe 10, was macht er dann? Oder geben wir was irgendwas Hohes ein? 9, 16. Das mag er nicht, 16, okay. 5 vielleicht. Aha. Haben wir 6 schon ausprobiert? Ist das so eins, wie viel, so und so viele Leute haben dies und das gesagt, Spiel? Vielleicht. Wenn ich 11 eingebe, was macht er dann? Aha, ich steht schon da, 11. Kommt der nächste dran, oder was? Gott, ist das ein Zachenspiel. Wahnsinn. Sieht aus wie ein Super-Zachen-Let's Plays, Leute. Es tut mir leid. Aber wenn man alle NES-Games spielen muss, dann ist man halt auch bei sowas dabei. Ja, es ist auch so relativ wenig Erklärung. Also wenn man nicht weiß,
wie dieses Spiel im Fernsehen abläuft, dann tut man sich hier natürlich nochmal schwerer. Jetzt kommen die Mütter kommen jetzt dran. Aha. Ich drücke einfach. Ich drücke einfach. Ja, ich drücke einfach. Stone. Zurück da. Und? Nix! Ich mich vielleicht verschrieben. Okay, andere antwortet. Ich sage, okay, auch nix. Ja, was weiß ich? Was soll ich da eingeben? Bricks. Und? Nein, null. Was kann das sein hier? Ja, antworte schon, komm schon. Was kann das sein? Puh. Ah, ich habe Idee. Ich möchte drankommen, was ist los? Wieso geht's nicht? Okay, ist schon aus. Ostern? Und? Ja! Ist zwar nicht die Top-Antwort, aber super. Freut mich sehr. Ah, Thanksgiving, okay. Nö. Ist es nicht auf Nein, gell? Halloween. Christmas ist die Top-Antwort, okay. Ja, es ist Familienduell auf Deutsch, oder? Hat es das auf Deutsch auch gegeben? Ich glaube, Familienduell hat es geheißen. Wo sie mir und so viele Leute sagten, bla bla blub. So ging das doch irgendwie. Ja, aber das jetzt das NES-Spiel im Nachhinein zu spielen, schon ein bisschen zart. Ja, okay, zu zweit kann es vielleicht für eine halbe Stunde unterhaltsam sein, auch heute noch, aber. Cake. Schauen wir mal. Yes! Keks! 15. Ja, ich bin gar nicht mehr so schlecht. Aber ich bin nochmal dran. Eigentlich wollte ich nicht nochmal. Mir fällt ja nichts ein, ich weiß nichts mehr. Was isst man dazu zum Tee? Weiß nicht. Ein bisschen Schinken! Ham! Mann! Überraschung, niemand isst Schinken zum Tee. Eieieiei. So, Ende. Ich weiß nicht, was isst man zum Tee dazu? Ich esse nichts zum Tee dazu, ich trinke den einfach nur.
PIBC vielleicht. Nein, das ist kein Wort. Keine Sorge, Leute. Es ist kein Wort. Ich wollte schauen, was passiert, wenn ich einfach irgendwas eingebe. Okay. Sagen wir mal, das war's. Das war das Familienduell am NES. Gespielt für euch und für mich natürlich auch. Aber es hat mir wenig Freude bereitet, Leute. Ja, diese Quizspiele als Konsolenumsetzung fand ich damals doof und finde ich auch heute irgendwie doof. Weiß nicht, wie es nicht mein Genre. Mag das überhaupt irgendjemand? Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn irgendjemand so eine Art von Spielen, egal auf welcher Konsole mag, dann möge er sich bitte bei mir melden. Ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube, es gibt dafür gar keine Zielgruppe. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für euren Daumen hoch, auch wenn es ein zahres Game war. Sorry, ich habe es nicht gemacht. Und ich danke euch fürs Abonnieren. Jeden Tag ein neues NES-Game, egal wie gut oder schlecht es ist. Und wenn ihr gleich mehr sehen wollt, schaut mal da drüben. Da gibt es jede Menge zum Zocken. Ciao, ciao.